Was geht? Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Studioeinrichtungsvlog. Es steht in den nächsten Tagen ganz schön viel auf der Agenda. Und zwar möchte ich meine Studiozimmerwand in einer Farbe streichen, beziehungsweise in einem Grauton. Ich weiß bloß noch nicht so richtig, in welchem Grauton so richtig. Und ich möchte auch noch ganz verschiedene Sachen kaufen fürs Studio. Das heißt für die Einrichtung, für Equipment, wo ich irgendwie was ranpacken kann. Und auch noch eine Lampe, wie es Jonas hier hat, möchte ich auch noch an meine Decke ranbringen. Da habe ich mir auch ein paar ganz interessante Gedanken zugemacht. Ich befürchte aber, dass ich das nicht direkt mitverfolgen können werde, denn Ellie und ich fahren jetzt nochmal nach Krefeld zurück, weil Ellie dort ihre Abschlussprüfung hat und weil wir da noch ein paar Sachen holen müssen. Aber ich freue mich trotzdem extrem darauf, dann in ein paar Tagen wieder zurückzukommen, zu sehen, was Jonah alles gebaut hat, und die Traversen sollten dann auch irgendwann ankommen und auf die habe ich richtig Bock. Aber nicht nur Felix kann die nächsten Tage nicht im Studio sein, sondern auch Jonas leider. Mich lassen alle alleine. Was sagt denn dazu? Nur noch Yvette ist da, ich bin da und sonst ist das Studio dann komplett allein. Aber ich habe auch wirklich geile Sachen vor. Erzähl mal, was hast du so die nächsten Tage vor? Ja, bei mir, ich bin unterwegs wegen meinem Geburtstag. Natürlich ein bisschen mit Freunden und Familie noch was machen. Morgen hast du nämlich Geburtstag. Genau. Wie alt wirst du? Ich werde 21. Ja, dann schon mal Glückwunsch. Vorträglich. Genau, und im Anschluss werde ich dann nochmal in Potsdam ein paar Sachen bei mir aus dem Zimmer rausholen, weil es ist noch nicht alles da. Und dann steht irgendwie auch ein riesen IKEA-Einkauf an und so. Also es ist einiges zu tun. Und dementsprechend, weil ich hier noch nicht so viel habe und auch die Traversenteile und alles nicht da sind, kann ich auch noch nicht so viel machen. Und mache jetzt eben das, was ich hier nicht machen kann. Aber ich möchte euch kurz noch mitnehmen auf den Gedankengang von meinem Zimmer. Und zwar hat es ein bisschen länger gedauert, um mich jetzt so zu entscheiden, wie ich mich entschieden habe mit der Anordnung der ganzen Sachen in meinem Zimmer. Halt auf der einen Seite die Schreibtischwand, wo ich schön vorsitzen kann und verschiedene Schreibtisch-Setups einfach mal aufbauen kann. Auch in Zukunft werde ich da immer viel umbauen, weil ich möchte das Ganze schön modular haben, um auch so ein Content hier einfach weiter auf meinem Kanal machen zu können. Und auf der anderen Seite die TV-Wand und auf der anderen Seite möchte ich die Wand halt, wie gesagt, dunkel streichen, um einen schönen Kontrast zu haben, weil ich es einfach sehr mag. Dieses Bild hier zum Beispiel hat mich die letzten Wochen einfach immer weiter verfolgt. Ich habe das auf Instagram entdeckt und denke mir seitdem einfach nur, wie unfassbar gut sieht es aus, wenn man einfach mal die Wände dunkel streicht. Ich möchte nicht alle Wände schwarz haben, aber auf jeden Fall eine, weil ich habe mir sagen lassen, dass man immer die Wand, die quasi parallel zum Fenster ist, streichen sollte, weil dann wirkt es bei kleinen Wänden, bei kleinen Räumen halt einfach nicht so bedrückend. Genau. Lasst uns jetzt endlich mal anfangen, richtig zu streichen. Jonas sein Zimmer, weil das das einzige Zimmer ist, wo schon funktionierendes Licht hier oben an der Decke ist. Es gibt nämlich verschiedene Varianten, wie ich das Ganze gestalten wollte, und das möchte ich euch jetzt einfach mal erzählen, weil so einfach war das gar nicht, den Farbton herauszufinden bzw. auszuwählen, den ich letztendlich auch genommen habe, wozu wir auch gleich nochmal kommen. Ich werde euch auch definitiv den Farbcode ganz genau sagen, dass ihr euch so die Wände auch anstreichen könnt, weil für mich war das super schwer, diese Entscheidung richtig zu treffen. Ihr wisst gar nicht, wie oft ich hier so eine Farbtafel bzw. so eine Farbkarte mal in der Hand hatte, um auszuwählen, welche Farbe es letztendlich wird. Ihr bekommt jetzt einfach mal meine Lieblings-3 Farben zu sehen, bzw. Lieblings-3 Desk-Setups, wo ich die Farben am schönsten fand. Und ich habe mich tatsächlich dann für die dunkelste Farbe davon entschieden, aber wir gehen jetzt einfach mal in mein Zimmer, dass ich euch zeigen kann, wie letztendlich das Ganze geworden ist und wie auch die Farbe in dem Topf aussieht, bzw. wie sie ungestrichen aussieht. Weil ich habe mich als erstes erschrocken, dass es wirklich so doll nach schwarz aussieht, wie es aussieht. Also wir sind in meinem Zimmer, ihr seht hinter mir noch eine komplett
weiße Wand, denn hier genau diese Wand ist jetzt so dunkelgrau geworden. Aber guck, lasst uns erstmal die Farbe in dem Topf hier angucken. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich das Ganze... Ah, hier öffne ich das Ganze. Und zwar erstmal, um den Farbcode euch zu sagen, das ist 05.05.2020. Lol. Nö, das ist das Datum. Heute ist der 5.05.20. Digga! Aber der Farbcode ist ähnlich. Und zwar 20.02.07. Lol. Aber lass diesen Fehler, das cutten wir jetzt einfach mal raus. Und machen ganz normal weiter. Farbe, um die hier mal direkt rauszugucken. Seht ihr das? Sieht man das? Ja. Es ist eigentlich fast komplett schwarz. Oder halt wirklich sehr, sehr dunkles Grau. Aber ich finde, das macht auch den Reiz aus. Aber lasst uns jetzt einfach mal die Wand angucken. Und zwar Trommelwirbel. Das ist die Wand. Ich meine, ihr werdet das morgen nochmal im Tageslicht sehen, beziehungsweise werdet ihr das jetzt hier einfach mal in der Timelapse sehen, wie wir die ganze Wand hier angestrichen haben. Und da seht ihr ja die Farbe zwar noch nicht komplett getrocknet, aber schon etwas mehr im Tageslicht. Wir können jetzt hier einfach mal das 120D einfach mal rüber drehen und dann könnt ihr schon ein bisschen die Farbe mit Tageslicht euch angucken. Guckt mal, wie geil das aussieht. Ihr könnt mir gerne mal wirklich hier oben einfach mal abstimmen, ob ihr die Wand vorher schöner in weiß fandet oder jetzt in dunkel. Ich finde, das macht schon übelst viel aus. Das macht irgendwie das Zimmer nochmal ein bisschen einzigartig. Aber was auf jeden Fall noch fehlt, ist jetzt hier oben eine Lampe. Und die wollen wir jetzt hier oben noch anbringen, weil da habe ich auch nicht irgendeine Lampe genommen, sondern habe mir auch übel viele Gedanken gemacht und möchte euch jetzt einfach mal mitnehmen zu der Lampe, die ich letztendlich gekauft habe, weil sie war auch nicht teuer, sie hat ungefähr 50 Euro gekostet und macht ein extrem geiles Licht, aber lasst uns jetzt zu der Lampe springen. Lampen-Unboxing. Alles klar. Dann packen wir mal die Lampe aus. Das Ganze ist eine Schirmlampe. Das nennt man so simpel, wie es ist. Ich packe es euch einfach mal unten in die Videobeschreibung. Keine Angst, null Werbung. Ich habe bloß ewig lange wieder damit verbracht, nach so einer passenden Lampe zu suchen, die nicht zu teuer ist und wo 3E27 Glühbirnen reinpassen, dass das Ganze auch wirklich richtig diffuses Licht macht, aber trotzdem hell ist. Okay, das ist die Lampe. So kommt ihr in meinem Zimmer an die Decke und ihr seht schon, die hat quasi so einen ganz milchigen Stoff und macht dadurch so richtig weiches Licht. Und gerade wenn man zum Beispiel nicht einfach die große Softbox anhaben möchte, sondern einfach nur so normales, tageslichtartiges Licht überall diffus im Raum haben möchte, dann ist einfach so eine Lampe perfekt. Und genau danach habe ich gesucht und jetzt endlich gefunden. Das war die Traverse. Heute wird es wieder richtig spannend, denn endlich kommt Felix wieder ganz alleine ohne Elli. Jonas ist immer noch unterwegs, aber wir fahren heute in ein schwedisches Möbelhaus und gucken mal nach ein paar Möbeln. Und ich habe gestern Abend auch noch einige Skizzen angefertigt, um zu gucken, wie das Ganze so in meinem Zimmer aussieht. Und die werde ich euch jetzt einfach mal zeigen. Ich habe euch ja schon erzählt, dass ich hinten an meine dunkel gestrichene Wand nochmal mein Logo ranpacken möchte. Am besten als Neon-Sign und davor halt meine Couch haben, dass ich da irgendwie so eine Lava-Videos oder auch irgendwelche Reviews einfach aufnehmen kann, wo ich vor der Kamera sitze. Ich liebe es zum Beispiel mit unterschiedlichen Farben, die einfach zueinander passen, zu arbeiten. Und so spiele ich hier zum Beispiel, ich habe hier einfach ganz simpel unten eine smarte Glühbirne reingemacht und die Farbe so aufs Orange gestellt. Liebe ich es halt mit Orange und Hellblau, also Teal und Orange, zu arbeiten. Und genau so möchte ich das auch in meinem Zimmer weiter durchziehen und deswegen habe ich jetzt einfach mal sowas skizziert, wie das Ganze aussehen würde mit meinem Logo hinten an der Wand als Neon-Sign. Und zwar würde das Ganze so aussehen. Ihr könnt hier einfach mal gleich am Ende dieser vier verschiedenen Varianten abstimmen, für welche Variante ihr wärt. Ich habe einmal hier diese Variante, die gefällt mir von der Größe am besten. Dann habe ich die Variante, da ist das Logo relativ klein und dann noch eine Variante mit meinem Namen unter. Aber welche
welche Variante ich persönlich am coolsten finde, ist die Variante. Und zwar stelle ich mir das so vor, dass ich das Ganze zum Beispiel aus gebürstetem Aluminium einfach ausschneiden lasse. Das heißt, so ausfräsen, wie auch immer ich das Ganze dann gestalte. Ich werde safe ein Video drüber machen. Und dann dahinter eine smarte LED-Leiste, dass ich das Ganze dann auch mit meinem Smart Home steuern könnte. Wie gesagt, ihr könnt hier jetzt einfach mal abstimmen, welche Variante ihr am besten findet. Das ist jetzt hier Variante 4 und dann ja runtergehend waren es die anderen Varianten. Und wir bauen jetzt erstmal noch oben meine Lampe an die Decke und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich schon richtig wieder auf die anderen. Das heißt, wenn Felix wieder nachher kommt und wir das Office quasi wieder gemeinsam teilen, dann geht es auch nochmal richtig ab. Wir wollen morgen auch nochmal richtig was einkaufen gehen, also nicht nur heute. Ich denke, es wird noch übel viel passieren in diesem Video. Ich bin selber gespannt, wie die nächsten beiden Tage noch so aussehen. Sicherung an. An. Tada! Ich finde, die passt richtig gut in diesen Raum. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr diese Lampe findet. Aber ich meine, für 50 Euro finde ich die richtig geil. Besonders ist sie schön hell, weil ich habe hier diese Life-X-Lampen hier reingepackt. Die sind besonders hell und das Geile ist, für jeden, der irgendwie was mit Video zu tun hat, die flackern nicht. Wieder No Placement oder so. Ich feiere die einfach nur mega. Ich habe davon 3 Stück reingemacht. Eine hatte ich zu Hause schon im Einsatz und ich habe mir jetzt noch 2 weitere geholt und die sind 1100 Lumen hell, das heißt 3 Stück sind wirklich hell. Die ist noch lange nicht komplett auf voller Helligkeit, die ist jetzt so bei 20% und die kann jetzt hier den Raum richtig schön voll buttern mit ganz viel Licht. Aber wir gehen jetzt zu IKEA und wollen noch ein Board, ein Sideboard kaufen und nochmal einen Schrank, dass meine TV-Ecke hier drüben endlich richtig eingerichtet wird. Also bis gleich. Zurück vom schwedischen Einkaufszentrum und ihr habt es gerade schon gesehen. Guck mal, wen ich da wieder mitgebracht habe. Ich bin wieder am Start. Wo kommst du denn wieder her? Ja, ihr habt mich in dem Smallland vergessen. 3 Tage lang. Spaß. Nee, ich bin jetzt wieder angekommen. Ich habe eine Menge Ecketeile mitgebracht für meine Wand, für diese Wand. Ja, willst du die mal schnell zeigen? Wohnzimmer. Ja, ja, komm. Ist zwar noch nicht fertig, aber ihr könnt einen Haufen Sachen sehen, wenn ihr wollt. Also literally einfach einen Haufen. Tada! Also das muss jetzt alles an die Wand noch ran. Das, wo willst du das alles ranpacken? Hier. Also so verteilt wie quasi bei dir. Es soll wirklich im Grunde genauso aussehen, wie es bei mir auch im alten Wohnzimmer ausgesehen hat. Allerdings ist die Wand ein bisschen breiter, das heißt, ich lasse die nach links nochmal mit ein paar zusätzlichen Teilen, die ich auch noch gekauft habe, ausfaden und dann kommt da noch ein Sofa drunter. Ja, muss mal in den nächsten Tagen schauen, wie ich das da festgemacht bekomme. Aber ich habe tatsächlich auch eine ganze Menge gekauft. Ihr könnt es mal hier verteilt sehen. Ich habe das jetzt einfach hier alles im Flur gestellt. Ja, ein bisschen. Ich bin hier reingelaufen, hab den Flur gar nicht wieder. Aber es geht hier direkt weiter. Was haben wir denn hier alles? Ich meine, wir haben hier ganz verschiedene. Viele Metallteile. Traversenteile. Guck mal hier rein. Was da alles am Start ist, da können wir auch richtig viel Spaß mit haben. Ne? Ja, weil die ganzen Teile müssen wir in den nächsten Tagen überall an die Decken in unserem Zimmer ranbringen. Felix hat da auch nochmal ein bisschen, ja, du hast dich anders entschieden, ja, oder? Es war ein bisschen fies. Wir haben euch abstimmen lassen zwischen A und B und ich habe mich jetzt für C entschieden, was ihr gar nicht wusstet. Aber wir werden euch dann noch erklären, warum und wieso und weshalb. Alles klar, ansonsten war es das mit diesem Video. Es war uns wie immer eine Ehre. Macht's gut. Ciao.